Hallo, da bin ich nochmal. Das vorige Video, ich weiß nicht, sorry, falls das irgendwie merkwürdig rüberkam. Manchmal ist das so ein Nachteil, wenn man so kindisch ist. Es hat Vor- und Nachteile eben. Es geht um den Ryan Singleton. Er ist damals verschwunden. Ja, eine Tankstelle in der Swally. Ich habe alles überprüft eben. Jetzt zeige ich euch die Besonderheiten. Falls jemand wieder das richtig vernünftig haben möchte, bitte andere Kanäle für benutzen. Die können das vielleicht ruhiger. Ich habe halt auch so gearbeitet mit solchen Schränken. Erinnert mich dran. Gut, wieder geht's chaotisch los. Da wird sich auch wahrscheinlich nicht so viel ändern. Er wurde merkwürdigerweise ist er Richtung Las Vegas gefahren. Ich habe alles übersprungen, ne, sein Leben und so. Sein Körper fehlt ihm viele, seine lebenswichtigen Organe, auch die Augen haben gefehlt. Er wurde halt später gefunden, Monate später. Deshalb weiß man gar nicht, kann man nicht alles so super gut sehen wie bei frischen Leichen. Im Dyatlov Pass war das aber auch so ein Fall, das war auch ziemlich lange. Man kann trotzdem vieles sehr gut erkennen. Also Schnitte oder fehlende Organe. Und man kann auch unterscheiden, ob Tiere dran gefressen haben und solche Sachen. Das wollte ich noch nebenbei sagen. Ich wollte eigentlich das Meer überspringen. Er wurde dann, merkwürdigerweise, hatte ein Freund angerufen später aus dieser Stadt hier, Baker, und hat gebeten, abgeholt zu werden. Und ja, der wäre dann in Kalifornien, aus Kalifornien gekommen, hier, sein Kumpel. Aber die Sache war es die, er war nicht mehr da, er war auch nicht aufzufinden. Sein Auto, Mietauto, wurde einen Tag später gefunden. Aber er selbst wurde 2 Meilen entfernt gefunden. Monate später. Ich habe mir das angeguckt, 2 Meilen wären ungefähr, wenn man das so guckt, der war zuletzt in so einem Geschäft. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Geschäfte. Aber wenn man so ungefähr die Mitte nimmt und 2 Meilen, dann habt ihr die Möglichkeit, dass der entweder hier irgendwo mitten in der Wüste lag, was ich weniger vermute. Ich vermute, der lag irgendwo hier. Also bis hier sind das ungefähr 2 Meilen. Er wurde von Joggern gefunden und dem fehlten eben diese Organe auch. Das kommt einem bekannt vor. Jetzt kommen so ein paar Besonderheiten. Deshalb habe ich dieses kurz gemacht und vielleicht zu schnell. Vielleicht sollte ich nochmal sagen, dass das am 21. September 2013 schon war. Da wurde seine Leiche gefunden und ein paar Monate davor ist er halt eben verschwunden. Das sollte ich eben erwähnen. Er war auch ein Model und so und Filmemacher oder irgendwas. Und ja, lebte zeitlang in New York und so und dann ist er wieder zurückgekommen. Das Besondere war bei diesem Fall noch, er wurde praktisch auf der Autobahn in Kalifornien aufgegriffen, weil er da irgendwie rumgelaufen ist. Die Polizei hat ihn nach Baker gefahren. Er hat gesagt, sein Auto war kaputt gegangen in der Wüste, auch schon auffällig. Aber er kann sich nicht erinnern, wo das ist. Das ist schon mal merkwürdig. Natürlich, nur man denkt automatisch, war der irgendwie auf Drogen oder lügt der oder hatte was zu verbergen? Trotzdem ist das merkwürdig, weil es ein Mietwagen war. Den kann man auch orten. Die haben GPS-Sender. Deshalb denke ich nicht, dass er da was vorhatte. Er konnte sich tatsächlich nicht erinnern, wo der Wagen ist. Ja, man könnte denken, vielleicht war der in Las Vegas und hat da gefeiert. Ich glaube weniger, weil da kommen ein paar Besonderheiten noch zusammen. Die Sache ist, die guckt euch das hier direkt an. Ich mach mal einfach so. Seht ihr das hier? Oder der Name hier, Alien Fresh Jackie. Guck euch das an. Wie ein Raumschiff sieht das aus. Okay. Hier, Alien Fresh Jackie. Guckt euch das hier an. Moment, wo ist das Foto jetzt eigentlich? Ja, ne. Das ist auf jeden Fall so ein Riesen-UFO, als Geschäft oder sowas. Da gibt es nicht mal Fotos, so merkwürdig, oder? Auf jeden Fall seht ihr, hier ist überall Alien-Thematik. Ich habe auf mehrere Fotos geklickt. Da waren überall Aliens. Da auch. Aliens, UFOs, seht ihr, überall sind die.
Und ich habe das schon mal erwähnt, dass so ein moderner Kult oder Religion auch immer wieder entstehen, auch wenn das jetzt nicht direkt jetzt eine Religion ist. Dort sieht vieles so aus in diesen Regionen. Das ist ja die Navajo-Wüste, ne, eigentlich. Moment mal, ich gehe mal kurz hoch. Wieder haben wir Gebirge. Wetten, da sind irgendwo Sternbildungen. Das ist noch nicht offiziell, aber ich gehe mal ein bisschen höher, damit ihr seht, eigentlich, wo das ist. Hier. Hier sind Sternbildungen. Das ist das gleiche Gebirge. Für mich ist das, gehört das alles irgendwie ein bisschen zusammen, auch wenn das Namen hat, verschiedene. Ja, die Männer haben Grenzen gezogen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendwie gehört schon zusammen. Und hier sind auch Sternbildungen. Da sind Sternbildungen und so weiter. Und wir haben überall Entführungsfälle. Vor allem hier ist Las Vegas. Wir haben hier Area 51 haben wir hier. Wir haben überall diese UFO-Erscheinungen und dann die Indianer sagen, wir haben Sternberührungen. Glaubt wirklich, seine Mutter glaubt wirklich, Organmafia war das. Jetzt muss ich euch vorstellen, hier ist das sogar rein theoretisch noch möglich. Aber was das bedeutet eigentlich, so viele Organe zu entnehmen, ihr müsst die kühlen, ihr müsst die auch sofort irgendwo natürlich auch einpflanzen. Man bräuchte von vornherein DNA hier irgendwie Blut, das, dies, das. Okay, das wäre vielleicht theoretisch möglich. Dann dieser Aufwand aber. Und dann hier in dieser Region. Wo denn? Die haben den hier entführt und irgendwo am Parkplatz die Organe entnommen und dann sind die irgendwo gefahren in die Wüste und haben seine Leiche liegen lassen. Jetzt muss man sich vorstellen, wie bekloppt das klingt. Die Organe müssen auch gekühlt sein. Natürlich wäre das hier klar vorstellbar. Es gibt Regionen, wo das überhaupt nicht vorstellbar wäre mit Organen hier. Ich denke auch gerade auch an Mike Mansholt, weil das ist eine Insel. Da bräuchte man einfach, der Aufwand wäre noch gefährlicher, wäre die ganze Aktion, dass man sowas durchsieht. Und so eine Leiche, die würde ich dann persönlich, ja, das klingt jetzt fies, ich persönlich würde gar nicht sowas machen, aber man schmeißt die dann doch ins Meer wenigstens oder in Säure fasst oder werft irgendwo. Es gibt so viele Möglichkeiten, sowas verschwinden zu lassen. Die wären dann, wenn die so solche Leute unterwegs wären, dann wären sie professioneller. Und weil das ist so diese mobile Organmafia, klingt für mich total bekloppt. Klingt so ähnlich wie, sorry, jetzt muss ich wirklich lachen, obwohl das gar nicht witzig ist, aber im Irak diese fahrenden Biolabors mit Biowaffen. War ja auch so damals, ja. Jetzt schaut bitte mal, wenn ich ein bisschen höher gehe. Da ist dieser Fall jetzt gewesen mit Rain Singleton oder wie man das ausspricht. Guckt euch das an, dieses Gebirge hier. Hier sind Sternberührungen. Da Sternberührungen, Skinwalker Ranch. Da auch Entführungsfälle. Da haben wir Yellowstone Nationalpark. Und überall sind noch diese 411-Fälle, sind ja meistens aus diesem Bereich. Und diese Nationalparks haben wir hier. Das ist. Gehört alles zu diesem Gebirge irgendwie, auch wenn man das trennt. Ja. Und nur ein Stück weiter. Hier haben wir einen Fall, bekannter UFO-Fall. Da haben wir einen sehr bekannten Fall. Das ist das, was ich letzt einmal gezeigt habe, gar nicht lange her, mit diesen zwei Anglern und diesen schwebenden Riesendingern da, keine Ahnung. Ich werde diese Seite wenigstens verlinken, aber da gibt es bestimmt bessere Seiten zu. Das ist auch direkt aus den aus den Englischen übersetzt. Ich mag das lieber, weil man auf deutschen Seiten oft nicht so viele Details bekommt. Ich habe sogar seinen Autopsiebericht gelesen, die erste Seite aber nur, der Rest muss man sich irgendwie anmelden. Ja, und ich wollte nur sagen, wichtig ist, mehrere Rippen haben gefehlt. Auch wenn die Tiere dann teilweise was verteilt haben, die mussten vorher gebrochen sein. Wurde der fallen gelassen von oben? Die hatte aufpassmäßig, höchstwahrscheinlich. Ich wollte noch abschließend sagen, dass ich vermute, dass die den schon da irgendwo in der Wüste irgendwie markiert haben oder sowas. Vielleicht konnte der sich daran nicht erinnern und er wollte darüber nicht reden. Weil sein Auto, dass es einfach kaputt ging da irgendwo. Und ich habe keine Details, was da eigentlich kaputt gewesen ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn da alles normal weiterlief. Ich vermute, die haben einfach seinen Stromzufuhr ausgemacht, den entweder markiert, den untersucht. Und ich weiß jetzt nicht, ob der geschafft hat, irgendwie zu entfliehen oder die wurden gestört.
Oder wo die merkten später, ey, wir brauchen ihn doch, holen den ab. Tatsächlich ist, viele Leute werden tatsächlich irgendwie markiert, auch mit so, habe ich schon mal gesagt, Implantaten. Und das würde ich auch nicht komplett ausschließen, dass die den sich später geholt haben, weil die den gebraucht haben. Ja, ich weiß, wie das klingt. Es ist ja nicht von mir. Ich versuche das einfach so zu entschlüsseln. Von mir aus Hobbydetektiv, von mir aus. Aber es spricht doch alles wieder dafür, dass das irgendwas mit diesen fliegenden Geräten hat. Also mit dieser Unterwelt und mit dieser ganzen Sagenthematik. Auch die Indianer, Skinwalker und so weiter. Eindeutig, würde ich sagen. Und ich sag jetzt erstmal, tschüss. Und schönen Abend.